Es gibt da mehrere Präsidenten, die korrupt sind. Also der am meisten korrupt ist, ist wahrscheinlich der Donald Trump. Der hat Fluggesellschaften gehabt, Spielcasino, Hotels, alles sehr gross, in Milliardenhöhe. Und er hat dreimal Konkurs gemacht, hat die Arbeiter nicht bezahlt. Also er ist da als Geschäftsmann ziemlich korrupt gewesen. Und unser Silvio Berlusconi hat zum Beispiel seine Steuern nicht bezahlt und hat nachher den Spitalboden aufnehmen und putzen zur Bestrafung, weil er die Steuern nicht bezahlt hat. Und nachher ist noch der Wladimir Putin. Der ist ganz ein besonderer Fall. Er hat den Posten als Geheimdienstchef inne. Also er kann sich erlauben, was er will. Bei ihm ist alles geheim. Und wenn man ihn fragt, wie viel Geld und wie viel Vermögen und wie viele Häuser er hat, sagt er, er sei reich im Herzen, aber Geld hat er keins. Also da kann seine Immobilien, seine Investitionen, seine Firmen wunderbar unter dem Deckmantel vom Geheimschutz halten. Aber ich habe schon gehört, dass das ganze Gasgeschäft von Wladimir Putin in Russland über ihn laufe. Und dann haben wir einen anderen, der etwas zu sagen hat. Das ist Angela Merkel. Dr. Angela Merkel. Sie ist sozial, hilfsbereit, tut den Flüchtlingen helfen, tut sie aufnehmen, schaut, dass sie das Bett haben, dass sie das Essen haben. Und sie sagt, wir schaffen das schon. Und da hat sie recht. Es muss einfach auch ein bisschen umdrehen. Die arbeiten, die Asyl beantragt haben. Und die Hartz IV beziehen. Es wird also für viele ein bisschen knapp umdrehen. Aber die Moral von dieser ganzen Geschichte ist, dass Angela Merkel nicht korrupt ist. Der Wladimir Putin, der Donald Trump und der Silvio Berlusconi und der Recep Tayyip Erdogan eben schon. Das ist auch ein korrupt. Und die haben da sicher Milliarden angehäuft für sich selber. Aber weil das natürlich nicht angeht, dass sie die Steuern müssen zahlen. Und irgendwann ist, früher oder später, wird es denen so gehen wie den afrikanischen Diktatoren, dass sie einfach mal ein bisschen im Knast landen, was auch gut ist. Damit all die Betrügereien, Korruptionen und was sie schon schon begangen haben, mal ein bisschen ans Tageslicht kommt und die Bevölkerung informiert wird, wie die einfach raffgierig Milliarden an sich gerissen haben.